Die Stimmung aufgeladen, die Lage zur Stunde in der Innenstadt. Dort sollte die Kundgebung der Querdenkerbewegung und der Gegenversammlungen längst aufgelöst sein. Doch es gibt Auseinandersetzungen. Mehrere Personen werden festgenommen. Als Grund für das Ende der Kundgebung geben die Behörden an, dass 90% der Teilnehmer keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Corona ist außer Kontrolle geraten. Die Lage ist eigentlich wieder 5 vor 12. Die Ministerpräsidenten haben sich am Wochenende mit der Bundesregierung geeinigt, das öffentliche Leben in Deutschland weiter herunterzufahren ab morgen. Und in den Bundesländern bereiten sich alle mit Hochdruck darauf vor, dem Impfen, sobald ein Impfstoff da ist, beginnen zu können. Wir müssen selbstkritisch sagen, es ist uns zwar gelungen, die Infektionswelle zu brechen, aber die Infektionszahlen sind weiterhin viel zu hoch, besonders auch die Todeszahlen, vor allem in der Gruppe der Hochbetroffenen. Sie sind die Speerspitze bei der Kontrolle der Corona-Beschränkungen, die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Kämpfen gegen Sorglosigkeit und Regelverstöße im Corona-Alltag. Einsicht, meist Fehlanzeige. Mein Name ist Jill, Jill Valentine. Wir befinden uns in der schlimmsten Zeit der Corona-Krise. Mehr als 95% der Menschen in Raccoon City sind bereits mit dem C-Virus infiziert. Mittlerweile befinden wir uns in der fünften Woche der Quarantäne. Ha! Zum Glück habe ich gehortet. Die Stadt liegt in Trümmern. Und die Infizierten laufen Amok. Das Ordnungsamt hat es geschafft mit ihrer neuen Einsatzkraft. Den Nemesis. Hey, Sie da! Gehen Sie sofort wieder zurück in Ihre Wohnung! Alles klar! Auch die restlichen Negativen in ihren Wohnungen einzusperren. Doch selbst das war ihnen noch nicht genug. Ich will mal wieder was essen gehen! Hast du reserviert? Die Stadt soll nun zerstört werden. Raus aus dieser Stadt. Doch der einzige Weg, der das möglich macht, ist ein Negativtest. Aber dafür muss ich meine Wohnung verlassen. Läuft wie geplant. Alles klar. Ich komme jetzt raus. Beeil dich bloß, Jill. Das Ordnungsamt weiß von unserem Plan, diese Stadt zu verlassen. Sie haben ihren neuen Mitarbeiter geschickt, den Nemesis. Verdammt, ich hole nur noch meine. Corona-Pandemie wird eingedämmt. Querdenker wurde lokalisiert. Bleiben Sie auf dem Boden liegen. Sie befinden sich in Quarantäne. Leisten Sie keinen Widerstand. Auf den Boden, habe ich gesagt. Liegen bleiben. Ich muss sofort hier raus. Oh Gott, die sind Röhre. Sie sind im Begriff, Ihre Quarantänezone zu verlassen. Härtere Corona-Maßnahmen werden nun ergriffen. Ist das dein Scheiß Ernst? Der will wohl Beamter des Monats werden. Jetzt nur noch nach unten. Nichts wie raus hier. Corona. Wie wär's mal mit Sicherheitsabstand? Hier geblieben.
wenn ich sie in ihre Wohnung schleifen muss. Lass los! Sie sind im Begriff, einen großen Fehler zu begehen. Abstand halten, Bitch! Sie haben soeben gegen die Quarantäneauflagen verstoßen. Ihre Wohnung rechtswidrig verlassen und das alles ohne Mundschutz. Das war ihre letzte Chance. Nun werden sie desinfizieren. Hey, Hasenscharte! Lächerlich. Für die echte Polizei hat's wohl nicht gereicht, was? Jill, steh auf! Was war denn das für ein Freak? Ich sagte ja, der vom Ordnungsamt ist total durch. Ich bring dich erstmal zu den anderen. So, fast geschafft. Nur noch ein Stück, dann treffen wir auf die anderen. Okay? Ich schau mal, ob alles sicher ist. Es ist sicher. Moment mal, das ist doch mein Maschinengewehr. Vergiss es. Ach, Kacke. Das wollte ich wieder haben. Jill, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du die Finger von meiner Nintendo Switch lässt. Der alte Sack, Mikael, hat mir neulich den gesamten Spielstand von Breath of the Wild gelöscht. Wenn ich ihn wieder an der Switch erwische, dann scheuere ich ihm eine. Dasselbe gilt auch für dich. Das ist Jill. Hi. Geiles Gestell, Blient. Sag mal, warst du wieder in meiner Nintendo-Kiste? Du bist paranoid, Carlos. Verarsch mich ja nicht. Das ist also Jill Valentine, die auch aus dieser Stadt raus möchte, bevor sie in die Luft fliegt. Geht er dir auch immer so auf die Eier mit seiner Nintendo Switch Box? Vorhin zuletzt. Ständig sagt er uns, wir sollen die Finger von seinen Sachen lassen. Nur weil mir einmal die Konsole während des Speichervorgangs ausging, war der Akku leer. Nikolai hatte das Ladekabel. Mist. Was los? Carlos hat mich dann verprügelt, weil ich missgeschicklich seinen Speicher von Breath of the Wild gelöscht hatte. Und er hat mich nicht einmal erklären lassen, dass es eigentlich Nikolais Schuld war. Echt jetzt, Carlos? Seitdem sitze ich hier wie ein verprügelter Hund. Und hab ne scheiß Langeweile. Ich hab dich im Auge, Alter. Dann lass uns losfahren und diesen Covid-Hotspot verlassen. Genau das ist das Problem. Denn die Bahn läuft momentan nur auf Notstromversorgung. Eigentlich wollten wir feiern Partyentzug. Doch jetzt langweilt sich jeder zu Tode. Ist das öde hier? Wir müssen also schauen, dass wir das Stromnetzwerk wieder einschalten, bevor jemand die Corona-Party meldet. Verstehe. Ich werde gehen. Die Lady ist hier wohl die Einzige, die nicht die Hose voll hat. Hab halt keinen Bock auf Corona. Geiles Gestell. Du bekommst doch eh keinen mehr hoch, alter Mann. So. Hier das Funkgerät. Ne WhatsApp geht auch. Spiel du nur auf deiner Switch. Was denkst du, was ich vorhabe? Die haben alle Corona! Haben die da drin noch Klopapier? Ich muss dringend aufs Klo. Oh mein Gott, die sind alle infiziert. Aus der Quarantänezone hatten diese armen Schweine wohl nicht mehr rausgelassen. Carlos, ich bin jetzt fast am Elektrizitätswerk. Klasse, beeil dich, Jill. Den Leuten hier unten ist langsam echt stinklangweilig. Aber da gibt es ein kleines Problem. Ein Feuer blockiert den Weg. Ich frage mich, ob da überhaupt ein scheiß Feuer brennt. Und aus irgendeinem Grund weiß ich sogar genau, was ich zu tun habe. Was zum... Hey Leute, die Sperrung kann man einfach wegschieben. Freiheit! Mich steckt hier keiner an. Prepare to fight. First blood. Headshot. Dominating.
Multi-kill. Killing spree. Monster kill. Unstoppable. Ludicrous kill. Ich wusste doch, dass du hier liegst. Ab zurück zum Hydranten. Godlike. Ultra kill. Holy shit. Gott, was ist denn mit dir passiert? Das ist kein Blut, Schätzchen. Nikolai und ich reiben uns vom Kuscheln mit Farbe ein, bevor wir... Ich hab nichts verraten. Hä? Wow. Ja, eindeutig Corona im Endstadium. Der Kerl hatte gar kein Corona. Und ich sage dir, er hatte. Moment mal, willst du jetzt einfach verschwinden, obwohl du gerade deinen Liebhaber abgeknallt hast? Er war nicht mein Liebhaber. Er hatte einfach nur Corona. Ja, genau. Ich hab dir deinen Arsch gerettet. Und mit Männern kuschel ich auch nicht. Schreib dir das hinter die Ohren. Hier sollte es sein. Strom einschalten? Ja. Wow, hatten die von der Instandhaltung etwa auch Kurzarbeit? Das sollte reichen. Zurück zu den anderen. Hey, Carlos! Hey, Jill! Hast du richtig gut gemacht mit dem Strom. Alles läuft wieder und wir können bald losfahren. Ziel nicht auf mich, ich hab dein Ladekabel nicht. Die Corona-Party ist im vollen Gange. Wir können gleich abfahren. Was hat sie euch erzählt? Hattest du echt was mit Murphy? Ich hatte nichts dergleichen. Er hatte Corona und ich hab ihn erschossen. Er hätte uns alle infiziert. Und was jetzt? Geh aufs Dach und hol Jills Negativtest. Wenn er sich outen würde, würde er nicht so rumstänkern. Oben bekommen wir deinen Negativtest. Scheiße! Das Ordnungsamt. Sofort raus hier! Fuck! Warte! Ich hol mir diesen Negativtest. Das Datum muss von heute sein. Carlos? Ich denke, das Ordnungsamt folgt mir jetzt nicht mehr. Das ist gut. Der Kerl kann das mit dem Durchsetzen der Maßnahmen nicht übertreiben. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Dach. Sobald ich meinen Negativtest habe, komme ich wieder zu euch runter. Lass dich nicht erwischen. Achtung, Achtung! Illegales Testzentrum für Covid-19 wurde identifiziert. Der eventuelle Infektionshotspot wird zu Ihrer Sicherheit sofort desinfiziert. Corona! Beginne mit Desinfektion. Moment, Sie kenne ich doch. Querdenker Lokalisierung. Was? Wohin? Oh Mann!
mehr. Nächstes Jahr mache ich Urlaub.